Das Wetter am kommenden Wochenende sieht wohl bei den meisten von euch so aus wie hier bei mir, nämlich richtig schön sonnig. Aber vielleicht hat der ein oder andere ein bisschen mehr Schnee. Wenn ihr also einen langen Winterspaziergang machen wollt, denkt aber dran, euch warm einzupacken, denn kalt bleibt es immer noch. Und damit herzlich willkommen hier bei Wetter Online. Tja, im Westen kennt man die Sonne jetzt schon ein paar Tage länger, aber am Wochenende kommt sie auch im Osten an. Zunächst starten wir aber in den Samstag mit einer knackig kalten Nacht. Dabei liegen die Tiefstwerte verbreitet zwischen minus 10 und minus 15, gebietsweise auch unter minus 20 Grad. Tagsüber werden dann entlang des Rheins und an den Küsten um die 0 Grad erreicht und im Osten bleibt es mit Höchstwerten um minus 5 Grad dauerhaft frostig. Nach morgendlichen Nebel- und Hochnebelfeldern wird dann der Samstag verbreitet sonnig. Nur im Osten ist die Sonne noch etwas verhalten und versteckt sich hin und wieder hinter ein paar Wolken. Dafür bleibt es aber auch dort dann ganztägig trocken. Allerdings frischt der Wind im Südwesten spürbar auf. Besonders auf den Gipfeln im Schwarzwald sind dann auch stürmische Böen mit Schneeverwehungen möglich. In der Nacht zum Sonntag wird es dann nochmal richtig frostig, denn es werden wieder verbreitet Werte im zweistelligen Minusbereich erreicht. Nur im äußersten Westen und Norden bleiben sie einstellig. Dafür wird es dann aber am Tag auch etwas milder. Die Tageshöchstwerte liegen dort am Sonntag zwischen 4 und 6 Grad. Ansonsten ist aber noch weiter Dauerfrost, im Osten dann bis maximal minus 2 Grad angesagt. Dafür scheint aber fast überall und fast den ganzen Tag die Sonne. Verbreitet sind bis zu 10 Stunden drin, Richtung Berlin werden es aber wahrscheinlich nur 6. Gegen Abend kommen dann mit der milderen Luft aus Westen auch neue Wolken herein und die bringen dann in der kommenden Woche voraussichtlich auch neue Niederschläge. Aber dazu erfahrt ihr mehr auf wetteronline.de. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes und vor allen Dingen sonniges Wochenende. Ich bin Annika Jakob von Wetter Online.